So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, Folge 31. In der letzten Folge haben wir uns ja hier den wunderschönen kleinen Supra geholt, in einer dezent geilen Lackierung. Aber ich habe in der letzten Folge ein bisschen geschwächelt, also habe die Rennen nicht so wirklich gut gefahren. Deswegen habe ich den Wagen nochmal ein bisschen umgetunt und ein bisschen was geändert. Der sollte sich jetzt eigentlich besser fahren. Kann jetzt vielleicht weniger gut driften. Ich kann sowieso nicht gut driften, aber der sollte sich schon mal deutlich angenehmer fahren. Und ich bin auch offline in ein paar Kopf-an-Kopf-Rennen gefahren und habe sehr viele Fans gesammelt. Ich bin gestern Koop gefahren, ganz viel. Und heute vor der Aufnahme noch Kopf-an-Kopf-Rennen, weil ich mache jetzt nicht 10 von diesen Rennen in der Aufnahme. Das ist etwas langweilig, glaube ich. Wir brauchen nur noch eins, um die nächsten Straßenrennen freizuschalten. Das machen wir auch. Und ich habe eine Festival-Erweiterung vorgenommen, und zwar in Yarra Valley. Das ist jetzt auf Stufe 4. Und ich habe halt online, ich glaube, fast 4 Millionen Fans gesammelt, also doch ein Stückchen. Wir haben dann also bald 20 Millionen davon. Was das dann so viel Spaß gemacht, also vielen Dank an meine Kumpels, mit denen ich da gezockt habe. Das war echt mega, mega geil. Und heute schön am Wochenende. Die frühe Morgens ist es nicht mehr, es ist gerade circa um 12. Ich werde schön aufnehmen nach dem Aufstehen. Das ist doch toll. Jetzt suche ich mir mal gerade irgendwelche Driver-Tage, in die ich fahren kann. Weil ich mir wieder Straße reinfahren will, weil die machen doch schon dezent Spaß, würde ich mir behaupten. Da sind wir schon die ersten Opfer. Super. Na, 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 na. Offroad, nein. Also soll doch halbwegs möglich sein. Was haben wir hier? Noch mal den hier nehmen. Das ist der Ford Crown Victoria. Oder die Ford Crown Victoria. Der oder die, ich weiß nicht genau. Da sollten wir eigentlich auch ziemlich locker gewinnen. Zur Sicherheit im Sprung hochgeschalten. Er geht sogar direkt zum Straßenrennen, das passt ja. Ich könnte auch ein bisschen abkürzen, würde ich mal sagen. Ich komme nicht zum Straßenrennen, ups. Aber abkürzen geht trotzdem. Weil es ist ja Forza Horizon, kein Forza 6, wo du ja nicht mehr abkürzen sollst. Ich würde sagen, ganz einfach gewonnen. Ich habe auch gestern ein paar Fähigkeitenpunkte gesammelt, die wir gleich mal einlösen werden. Wie viele es genau sind, weiß ich selber nicht. Aber ich glaube, es sind genug für den Lambo. So, hier wieder ein bisschen Geld, EP. Wenn das noch Level, warte, 153. Also, ja, bin ein bisschen gestiegen. Ich hinterlasse diese Straßenrenneneinladung einfach hier auf deiner Karte und tu so, als hätte ich nichts gesehen. Jo. So, wie viele Siege brauche ich da, um die freizuschalten? Da machen wir hier eins. Noch wieder 10. Und wir fahren erstmal das hier, würde ich sagen, weil das ist relativ nah dran. Ist auch alles Straße, also kein Problem. So, natürlich wieder bla bla bla. Bestimmt Tuning-Belohnung. So, interessiert keinen. Dann noch Rivals. Aber noch mal eine Sache kurz hier in der Folge ansprechen. Und zwar in der Club-Rangliste. Was da, also da muss irgendwie, müssen glaube ich Hacker drin sein im Club, weil eines kann dann nicht sein. Weil wie man hier wunderschön sieht mit Level, was ist das, 58 und fast 60 Millionen EP, das kann nicht sein. Muss irgendwie jemand gehackt haben, auch in der hier, Level 43, 38 Millionen EP, das geht nicht. Und selbst bei dem ist es glaube ich auch schon fraglich. Nee, der doch keine. Wie müssen hier Leute hier hacken teilweise? Vielleicht auch, was bringt denn das? Man hat durch keinen wirklichen Vorteil, man kriegt halt mehr Geld, ja wow. Aber Geld kann man auch so verdienen und, ach du Scheiße, wir haben 52 Punkte. Gut. Das war wohl doch etwas viel und hier haben wir natürlich erstmal den Lambo gönnen wir uns für 30 Punkte. Kostet ja quasi nichts. Dann Sie bleiben haben noch ein neues Auto 22. freigeschaltet. Ich lasse es zur Werkstatt liefern. Ach, das, Anna. Was haben wir hier denn noch so Schönes? Bekommt noch mehr Fans, EP und Credits. Wir machen erstmal das hier, es kostet nämlich nur 5 Punkte. Denn, ja, das kostet 10, machen wir auch einfach mal. Dann brauchen wir noch 3 Punkte, um das hier freizuschalten. Wenn wir das habt, wenn wir diese Fähigkeit da haben, wenn wir erstmal diese Seite hier fertig machen, die Sofortbelohnung. Aber erstmal ist es Zeit für ein Straßenrennen. Wir können, glaube ich, abkürzen. Aber knapp. Hier schon mal durchgefahren. Kann ich mich gar nicht daran erinnern.
wir werden auch in einer der nächsten Folgen, ich weiß nicht genau welche, aber in einer der nächsten mal die Goliath-Strecke fahren. Goliath-Strecke entdeckt, schön. Ich habe schon eine Idee mit welchen Autos oder welchem Auto oder wir das fahren werden. Oder das nächste Folge sein wird oder sich in 5 Folgen oder 10 Folgen oder in 3 oder weiß der Geier was. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist jetzt schon die 31. Folge, also nehme ich schon über einen Monat vor Forza Horizon 3 auf. Das ist schon echt krass, ey. Denken wir auch vor allen Dingen so kleinere YouTuber wie ich oder halt so sehr kleine wie ich. Da gibt es halt relativ wenige, die so konstant und so regelmäßig Videos hochladen. Also ich kenne so wirklich keinen, der mit so einer geringen Reichweite doch so viel hochlädt. Gut, kann auch daran liegen, dass ich halt sehr viel Zeit habe oder sehr viel Freizeit. Deswegen ich so viel hochladen kann. Dass es mir auch Spaß macht, weil Forza ist geil. Das so ein bisschen labern und aufnehmen ist geil. Und ja. Wenn ihr euch über die Videos freut, freue ich mich natürlich auch. Also, die letzten Folgen, die haben ja doch für meine Kanalgröße relativ viele Aufrufe generiert. Und deswegen, das ist doch einfach eine Win-Win-Situation. So, was sieht jetzt alles schön mit? Ein gemischtes Feld auf jeden Fall. Es könnten ja die schnellsten Gegner werden, oder Rolls-Royce natürlich. Boah. Eine C-Klasse vielleicht. Denn. Der Rolls-Royce wird auf jeden Fall, glaube ich, ein harter Gegner werden. Das Substitute-Monster. Ich aber meinte, das könnte sogar höher sein. Das regnet. Mal so ein bisschen nachgeguckt bei den beim Tuning-Menü. Ich meine, da stand als Top-Speed 338. Das ist schon so ein bisschen was, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh, Regen. So, ein bisschen im dritten Gang rausfahren. Wie wenig Wills man hat, aber das ist aber gar keinen in dem Fall. Wir haben noch einige Straßenrennen auf und auch noch ein Nachtduell. Dass wir vielleicht auch diese Folge fahren werden. Weil der Regen geht gar nicht. Sind ja erst keine oder noch nicht mal 20% vorbei, deswegen ist noch alles drin. Beim Regen, das finde ich gar nicht mal so gut. Weil der Super ist jetzt kein Grip-Monster. Aber das finde ich gut. Top-Speed ausspielen. Und man sieht, ich komme ran. Und zwar wie. Dass er Rolls-Royce vorne war eigentlich zu erwarten, dass er vorne ist. Oh Gott. Ich hab mich nicht getraut, irgendwie dort einzulenken. Mal weg hier. Weil der sagt, du. Jetzt habe ich auch Ferien. Also ich habe jetzt eine Woche frei. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist ja der, ich glaube, Samstag, der 22. auf jeden Fall der Samstag in der Woche. Dann habe ich jetzt erstmal schön eine Woche frei und dann noch danach, danach ist ja Reformationstag. Oder Halloween für einige. Und der ist ja in unserem Bundesland ja so ein Wegpompen ist er ja frei. Was ich ziemlich gut finde. Weil ist ja ganz wichtig, ne? Dass man frei ist. Dieser Tag ist ja dieses Jahr glücklicherweise ein Montag. Natürlich sehr, sehr entgegenkommen. Also habe ich mit dem heutigen Tag 10 Tage durchgängig frei und ich erstmal schön verbremst. Ist auch eine fiese Kurve, ey. Das finde ich einfach richtig nice. Weil ich kenne da schon viele, die bis jetzt schon 1 oder 2 Wochen frei hatten, aber wir waren halt echt noch gar nicht dabei. Boah, Alter. Boah, es geht. Ja, da muss ich leider nochmal zurückspulen. Ich weiß, es stört mich auch, dass ich zurückspulen muss. Zum Infinity gegen so Supra, das ist durch den Infinity klar ein Vorteil. Was hat sich an der Wagen geändert habe? Ich habe an der Leistung habe ich nichts geändert. Ich habe aber die Gewichtsreduktion rausgenommen und habe dann noch zusätzlich die Straßenreifenmischung. Ist das so? Ich glaube ja. Also die nächste beste Reifen haben wir schon genommen. Das dürfte auch, glaube ich, jetzt reichen für den Sieg. Bei wunderschönen Geraden hier. Naja, noch keiner mehr ran.
noch wunderschön gewonnen. Ein relativ langes Rennen, wie ich finde. Könnte aber auch daran liegen, dass wir ein relativ langsames Auto gefahren sind. Ich meine, A-Klasse ist ja nicht so übertrieben schnell. Jules Voice, der ist sogar nur Vierter geworden. Und der Einser im Dritter, nicht schlecht. Ja gut, dass der Baldwin-Truck Verletzter wurde, das war eigentlich zu erwarten. Die alte C-Klasse, die war doch echt nur Zehnter? Also relativ unterschiedliche Ergebnisse. Bei unserer nächtlichen Ausfahrt. Wie viel rein? Oh, fast 17.000, gar nicht mal so wenig. Und wir haben jetzt mittlerweile wieder ein bisschen Geld. Durch die ganzen Wheelspins natürlich. Durch die Rennen auch, weil Korb gibt halt relativ viel Geld. Habe ich zumindest empfunden. Und, ach Mist, das ist aber echt blöd. Diese miesen 202 EP. Aber doch immerhin schon über Level 150. Natürlich sind, kenne ich schon viele, die weit drüber sind. Schon in den 500ern oder noch mehr. Das sind auch richtige Suchtis. Aber gern, das reicht ja auch. Ich meine, mir geht es nicht um Level, mir geht es einfach nur um den Spaß haben im Let's Play. Spaß am Fahren, Spaß am Quatschen, Spaß an allem. War ich das Rennen hier oder welches nehme ich jetzt? Ah. Jo, komm. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe, ihr seht noch was. Jetzt müssen wir auch mal fahren, super. Nicht keine gute Idee. Wo fliege ich hin? Ich sehe nichts. Ah. Der Wagen hat es überlebt. Sehr gut. Der geht sogar bis jetzt auf Funk gar nicht mal so schlecht. Der hat doch schon alles erwartet. Okay, geht auch bisher nur geradeaus und in Überschlag. Nice. Interessant im Koop-Rennen. Da war ich, glaube ich, da war ich Erster und ein Kumpel von mir war Zweiter. Der andere, glaube ich, gerade AFK oder so. Da war halt, ich glaube, 200 Meter vom Ziel war halt noch so eine Sprungschanze. Da hab die halt so komisch genommen, dass ich auch dieser bei dieser Sprungschanze eine Barrel Roll gemacht habe. Also mich einmal so seitlich gedreht habe, dann wieder richtig aufgekommen bin und dann das Rennen noch gewonnen habe. Das fand ich gerade am Stufenaufstieg. So, was gewinnen wir? Geld, 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 Geld oder ein Aston Martin V8 Vantage V600. Und ich habe es bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Straßenrennen Goldmine zur Landstraße. Mal gucken. Wir fahren sicherlich nicht auf der Goldmine und sicherlich nicht auf Landstraßen. So, ich synchronisiere mal schneller hier, Forza. Ich habe nicht ewig Zeit in der Aufnahme. Weil eine Folge geht ja immer relativ schnell vorbei. Zumindest kommt mir das so vor. Also so, ja gut, 25 Minuten, eine halbe Stunde, ist das gar nicht mal so viel. Wenn ich Forza zocke, zocke ich es auch meistens länger. Je nachdem, wie viel Zeit noch ich habe, halt auch mehrere Stunden. Und noch mal einen ganzen Tag. Wenn es halt Bock macht, warum nicht? Da sehe ich schon nette Autos hier. Was ja jetzt alles mit so schön ist. Exige, 1RM, 512, 370 M4, M2, oh Gott, Erwartung. Nelke, C-Klasse, Ghibli, F-Type. Und ich. Mit meiner wunderschönen Reißschüssel. Ja, der Stand ist immer so ein bisschen blöd, aber geht halt nicht so ganz gut mit dem Wagen. War noch ein bisschen zu kämpfen. Ja, weg hier. Muss hier durch. Da gibt es noch ein Foto zu machen vom 370. Echt? Die muss ich noch fotografieren? Alter. Ey. Hallo, danke. Ist hier noch was drauf? Nur der 370, schade. Aber bald 370 Autos fotografiert, also schon echt eine Menge. War gerade eine schöne Lichtstimmung mit dem Sonnenuntergang. Dann ist ja schon fast vorbei, aber trotzdem. Sieht doch stimmig aus. Ja gut, ich habe es zu spät gesehen. Ist auch schwer zu schätzen hier bei der Kurve. Oh Gott, Alter, ich fahre wieder so blöd. Ich habe gestern noch ein bisschen Red Dead gespielt zuletzt. Sind die vielleicht nicht ganz so gut gerade. Ich bin nie wirklich gut, aber halt nicht so gut, wie ich sonst bin. Oder ja, schlecht. Vor gestern mein Korb, da bin ich doch eigentlich gar nicht mal so schlecht gefahren. War eigentlich relativ gut.
Aber jetzt so eine Aufnahme, das ist immer so ein bisschen was anderes. Ich weiß zwar nicht wieso oder warum ich damit so nicht so gut fahre. Weil ich bin eigentlich auch nicht wirklich aufgeregt bei der Aufnahme. Warum auch? Vor wem sollte ich jetzt Angst haben, oder? Vor wem sollte ich irgendwas haben? Wie weit nach vorne würde ich noch kriegen? Also aus den Kurven rausfahren, das ist echt nicht einfach mit dem Toyota. Der hat einfach sehr, sehr viel übersteuert. Völlig genügend Grip findet. Jetzt auf der Geraden sollten wir eigentlich wieder alles gut machen. Also man sieht schon, mein Top Speed, der zeigt gerade mal so, was er kann. Nämlich einiges. Ja, das war relativ gut überholt. Alter, wieso komme ich denn wieder so weit raus? Ich muss hier fast jede Kurve zurückspulen. Das ist so gammelig. Das regt mich auch selber auf. Na, 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 na. Ich will doch nicht überholen hier, oder? Was sagt bei euch? Nee, nee. Sollte ich einen Glück auf unten haben und schön rausgeschaut liegen kann, denn sehen die nichts mehr. Außer meine Rücklichter vielleicht. Beim Bremsen fast eine Kurve kommt. Uiuiui, oh, Toyota. Wow. Stark. Den haben wir auch voll gesehen. Oh, hätte man noch etwas besser sehen können. Ja. Da war ich nicht ganz fähig zu. Der ran. War das gerade der Lotus, der so schnell war? Seit wann ist denn der Lotus so schnell? Heilige Scheiße. Also Lotus ist ein Extreme Track Toy, würde ich jetzt mal behaupten. Eigentlich ein Extreme Track Toy, also doch eine sehr, sehr gute Kurvenlage, zumindest in Forza 6 und Horizon 2. Jetzt nicht so ein mega hohen Top Speed, vor allem noch lange nicht so wie meiner. Alter, ist er so reingekommen oder war das einfach nur der Windschatten? Ich denke, das wird auch zum Teil eher der Windschatten sein. Das hat mich doch echt ein bisschen verwundert, dass er doch so rankam. Da war ich echt überrascht. Ich markiere die angebliche Position des nächsten Nachtduells auf deiner Karte, damit du diese Gegend weiträumig umfahren kannst. Weiträumig, Boss. Haben wir uns da verstanden? Haben wir. So, aber ich würde sagen, wir fahren erstmal das andere Nachtduell in Surfers Paradise. Mit dem Buick Regal GNX. Und ich würde sagen, ach, der Fahrerman, komm. Bei nächster Gelegenheit wenden. So. Müssen wir kaputt hier fahren. Ist ja auch gar nicht mal so schlecht, wenn super. Das ist halt klassisch schnell, kennen die meisten. Zumindest die, die sich auch wirklich für Autos interessieren. Nicht nur so scheinheilig so. Ich kann mal kurz gucken, ob 338 als Top Speed richtig war. Oder ob ich mich da verguckt habe. Ich meine, das war richtig. Ne, 337. Meine Güte. 337,5. Aber ist doch gar nicht mal so wenig. Vor allem für ein A-Klasse-Auto. Da gibt es nämlich nicht viele, die so gut mithalten können. Ja, gut, der Wagen ist getuned, ist ja klar. Dass viele getunte Autos sind in der Klasse halt sehr gut. Oder zumindest besser als die serienmäßigen. Das ist trotzdem ordentlich. Könnte auch mit der dicken Theke hin. Ja, ja. Die Außenansicht wechseln. Das ist ein wunderschöner Rückzug und da haben wir auch die Kette verloren. Profi. Da ist schon ein Feuerwerk beim Festival. Die machen hier schon ordentlich Party hier, die Leute. Wirklich so 24-7 und 365, also natürlich jeder Tag im Jahr, ne? Tag und Nacht. Gibt es keine Pause. Oh, nee, bitte nicht, danke. Ja, ein bisschen quer kommt keiner, also noch. Ja, gut. Ist auch den Supra sehr schwer abzutreiben.
Außer man Allrad reinmacht, das ist natürlich klar, aber die Karre gehört kein Allrad, das macht man nicht. Das ist ja langweilig. Also doch, er kommt noch ein bisschen quer, aber halt so, dass ich es wieder relativ schnell fahren kann. Um wieder Grip zu kriegen. Weil die Driften wird man ja nicht schneller. Eher langsamer. Au, das hat wehgetan. Ich bin gerade schlau, ich bin auf meine Backe gebissen. Ob ich das gemacht habe, frag mich nicht. Aber ich schaffe alles. Vor allem während der Aufnahme. Hier ist auch das Nachtduell. Warte mal, wo fahren wir denn lang? Das wollte ich mir nochmal angucken. Okay. Also in der Stadt und Umgebung. Für den Buick Regal. Das sollten wir eigentlich locker gewinnen, weil der Buick ist natürlich langsamer als unser Wagen. Oder, warte, ist er tuned? Ich weiß das gar nicht. Ach du Scheiße. Hihihi. What? S1. Ups. Warum ist das S1 der Wagen? Das passt doch gar nicht. Willst du mich verarschen, Forza? Hä, warum Forza? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, dann nehmen wir was anderes. Da wird echt ein bisschen verwirrt. Wir sind Forza den Buick auf S1 und zeigt man das auch noch nicht an. Oh, da stand das irgendwo, dass der S1 ist, der Buick? Nee, eigentlich nicht. Alter, S1 ist doch viel zu hoch. Das hat doch 100 Punkte über mir. Bei nächster Gelegenheit, wenn wie soll ich denn das schaffen? In 100 Metern links abbiegen. Sag mal, muss wohl der GTR her. Ist sogar ein bisschen gereimt. Ja, die Lichtstimmung. Alter, das ist ziemlich geil. Boah. Ja, aber wirklich, Alter, der Buick auf S1 ist aber auch eine ganz schöne Vergewaltigung, ne? Die Karre so hoch zu kloppen. Höchstens hatte der kein Allrad. Ich habe zumindest keinen gemerkt bei dem. Bei Turbo hat er, weiß ich nicht, oder Kompressor. Bei Kompressor würde er nicht gehen. Hat er überhaupt einen Turbo? Keinen. Also bei dem Wagen kenne ich mich gar nicht so wirklich aus. Es könnte sein, dass der Buick auch serienmäßig schon Turbo hat. Noch zwei, je nachdem. So, dann sehen wir uns hier wieder. Festival, meine Freunde. Meine partybegeisterten Fans. Sind hoffentlich alles meine Fans. Eigentlich müssten die alle Bewohner einer Region meine Fans sein. Weil so viele Fans, die ich habe, deswegen. So viele Menschen nehmen mir gar nicht. Na, dann muss wohl der Nissan her. So, wo ist der Nissan? Da. 2017er GTR. Der sollte doch deutlich besser sein als der Buick. Hoffe ich zumindest. Vielleicht will ich den Wagen ja haben. Also ich will nicht so gut wie alle Autos hier im Spiel haben. Einfach so aus Prinzip. Ist auch wie so bei so Superreichen. Die kaufen sich, weiß ich, 30 Autos. Fahren davon 2, 3, wenn überhaupt. Den Rest haben sie nur, weil sie es haben wollen oder haben können. Das gleiche ist es auch in Forza. Aber weil ich hier mehr als 2 Autos fahren würde. Das ist doch noch ein bisschen anders. So, Björk, auf ein neues. Sie haben ihr Ziel erreicht. Wer jetzt auf S2 getunt, der Björk? Ich hoffe, der ist das gleich geblieben, auf S1. Bei einer Klasse höher, das wäre doch schon ganz schön pervers. Außer ich würde auf X gehen oder so, weil dann könnte er nicht mehr höher gehen. Die Felgen sind ganz schön hässlich beim Buick. Okay, jetzt ist er wenigstens gleich geblieben. Hier mache ich nicht mehr nass, würde ich sagen. Das Wort wörtlich.
sieht doch schon mal deutlich besser aus. Alter. Wollte er gerade schon überholen, ey. Und ciao. Das ist Kurbelage, mein Freund, ne? Das kennst du nicht. Oh. Alter, aber der Sprung, der war fies. Danke fürs Reinfahren. Blut, er ist noch gar nicht mal so langsam, wie ich gedacht hatte. Oh Gott. Ist mir wieder hier eingewöhnt mit dem Messer. Alter, hau ab. Er scheint auch mal mega Beschleunigung zu haben. Mega Top Speed. Machen gar nicht mal so schlechtes Handling. Ich bin so ein riesiger Idiot. Nicht nur, weil ich das auch so komisch ausspreche, sondern auch, wenn ich gegen diesen einen Baum fahren muss. Was ich hätte sein müssen. Alter, der Bügel, aber der heizt mir ordentlich ein. Mit Abhängen oder so ist hier nicht. Also ich fahre auch nicht so mega gut. Von abgesehen. Jetzt nicht. Ja. Der Bürg. Da ist er irgendwie weg. Hat er einen Unfall gebaut oder ist einfach nur. Vielleicht. Achso, da ist er. Obwohl kein Unfall gebaut. Geile Strecke, ey. Passt mir, glaube ich, mehr als ihm. Würde ich jetzt mal behaupten. Bist du gebremst? Sollte ich aber eigentlich doch gewinnen. Bin ich jetzt nicht mega scheiße, oder was? Wow. Alter, was ist das denn für Topspeed, ey? Och man, ich darf nicht abkürzen. Okay, war auch zu erwarten, aber ich wollte es ja mal versuchen. Komm. Alter. Wie viel KW muss das Ding haben? Gewonnen. Ja, das war auch so ein kleiner Krampf. Also der Bug, der war echt schnell. Der muss aber echt wirklich extrem viel Leistung haben. Der wird locker, ich sag mal, 430 kW. Nee, eigentlich sogar viel mehr. Aber so wie der abgeht, ach du Scheiße. Der muss auch einen ösüdigen Topspeed haben. So wie der angeflogen kommt. Also mein GTS, der ist ja wirklich schon nicht langsam und wir haben Wheelspin nebenbei. Der bürgt, ey, der geht wirklich extremst ab. Und Alpha Bloody hat einen 037 Stradale gewonnen. Hm, geiles Auto. Wir gewinnen 40.000. Auch nicht verkehrt. Da haben wir ihn gewonnen, hier, den Buick Regal GNX. Ich hab solche Wagen nicht zu meinen Dingen, aber ich geb's zu. Der sieht schon cool aus. Und ab in die Werkstatt mit dir. Hm, sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Ist nicht das schönste Muscle Car oder Retro Muscle Car, aber nehme ich auch gerne an. Dann würde ich sagen, was ist auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 2. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder den Toyota fahren werden. Zumindest vorerst. Dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.